Wir sind ja schon sehr gut eingestimmt mit dem Thema. Dieser junge Mann hat uns ja schon mitgenommen mit dem Thema Jüngerschaft. Darum soll es auch heute gehen. Er hat gesagt, ihr habt 10 Monate Zeit, um etwas zu lernen für euer Leben. Ich möchte heute von einem Mann reden, der wahrscheinlich noch etwas weniger Zeit hatte. Wir beginnen heute wieder, wie schon jährlich üblich, mit einer Predigtreihe. Und diesmal haben wir lange überlegt, auch von der Situation heraus, dass der zweite Timotheusbrief sehr angemessen ist. Genau. Ich habe versucht, den zweiten Timotheus in 2 aussagekräftigen Schlagwörtern zu bringen. Da ist mir so eingefallen, der persönliche Glaube von den Timotheus, es ist ein persönlicher Brief, den Paulus zu ihm schreibt, nur an Timotheus. Es geht um seinen persönlichen Glauben und um die Leidenschaft für das Evangelium. Und ich denke mal, das ist heutzutage sehr zeitgemäß. In dem ersten Timotheusbrief hat Paulus die ganze Gemeinde im Blick gehabt, die berufen ist in der Nachfolge, ihr gemeinsames Leben, ihr Dienst, ihre Gefahren, ihre Irrlehrer, ihr Umgang miteinander, ihre Hilfsquellen, das Gebet und den Reichtum. Und jetzt, und das finde ich sehr interessant, jetzt geht es um den persönlichen Einzelnen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich Timotheus lese, lese ich Wolfgang. Ich habe mehrmals den Timotheusbrief durchgelesen, damit ich den richtigen Zugang dazu bekomme. Und wir wissen ja, dass die Schrift inspiriert und eingegeben ist und auch heute noch sehr schlagkräftig und sehr belebend und korrigierend ist. Und dieser zweite Timotheusbrief soll uns damit beschäftigen. Heute geht es um das Kapitel 1. Was wir uns heute anschauen werden, das Kapitel 1 hat den Schwerpunkt Gedanken, den ich so zusammengefasst habe, es geht um das Bewahren. Ich kann nur etwas bewahren, was ich habe. Ich möchte erstmal kurz zusammentragen, der Paulus. Wer war Paulus? Paulus war ein Jude mit römischen Recht, er war ein Pharisäer, war ein Schriftgelehrter. Er hatte nach der Apostelgeschichte die Christen verfolgt in seinem pharisäerischen Glauben und bekehrte sich auf dem Weg nach Damaskus, indem er den Herrn erlebt hat. Wurde dann berufen zum Apostel der Nationen und diese hatte er im Blick. Er hat letztendlich 3 Missionsreisen getan, hat 13 Bücher im Neuen Testament geschrieben, erstaunlicherweise. Also er war auch ein Lehrer, hatte 2 Gefängnisaufenthalte, von dem einen werden wir noch reden, war ein begnadeter Seelsorger und wusste mit Menschen umzugehen und sie zu begleiten. Er lernte den Timotheus kennen, den jungen Timotheus in der Apostelgeschichte und stellte fest, dieser Mann ist eigentlich mein Mann. Den nehme ich mir mit in mein Team, in seiner sogenannten Zweierschaft. Mentoring. Und er wurde sein väterlicher Freund, sein geistlicher Vater und sein Mentor. Er hat ihn geprägt, er hat ihn angeleitet. Das, denke ich mal, ist recht wichtig. Wo war Paulus in der Zeit von dem Kapitel 1 in dem zweiten Timotheusbrief. Er saß in Rom im Gefängnis zum zweiten Mal. Ich will das nur zusammentragen. Er saß in einem ziemlich kalten Loch im Gefängnis, an Ketten gebunden und es war ziemlich kalt, weil er sagte nämlich zu Timotheus, der ihn besuchen sollte, wenn du kommst, bring die Schriftrollen mit und vergess bitte nicht den Mantel. Für was braucht man einen Mantel, wenn man friert? Also, er war angekettet, wahrscheinlich an Gefängnisknechte, das war früher üblich, er hatte Schmerzen, er hatte wenig Schlaf, es war kalt und er war alleine. Und, wenn wir das
im Timotheusbrief nachlesen. Im zweiten Timotheusbrief erwartet er auf seinen Prozess. Und im zweiten Timotheus 4, Vers 6 steht sogar da, er wusste, dass er wahrscheinlich zu Tode kommen würde. In dieser einsamen, ätzenden, schwierigen Situation hat sich Paulus befunden. Und er sagte, dass er von vielen Gläubigen verlassen wurde. Bei mir ist eigentlich nur der Lukas der Arzt. Fazit war, er war entmutigt von seinen Geschwistern, er war enttäuscht, er war körperlich geschwächt. Was tut man dann, wenn es einem so geht? Genau, man beklagt sich. Man hadert mit Gott und sagt, Gott, habe ich das verdient? Ich habe für dich gebrannt. Was tut Paulus? Er schreibt einen Brief, den zweiten Timotheusbrief. An wen? An seinen Timotheus, an sein geistliches Kind, wie er ihn bezeichnet. Er sagt zu ihm, ich trage Sorge für dich. Ich möchte dich erinnern an dein Glauben, dass er feststeht. Ich möchte dich daran erinnern, dass du einen Auftrag hast. Ich will kurz mal zurückgreifen. Paulus war geprägt durch den Barnabas. Barnabas war ein gläubiger Mann in Jerusalem und der hat ihn kennengelernt, nachdem sich Paulus bekehrt hat. Und nachdem Paulus sich bekehrt hat, der hat immer ganze Sache gemacht. Entweder hat er die Christen verfolgt oder er hat sich um die Christen gekümmert, nachdem er den Herrn kennengelernt hat. Er hatte also nach seiner Bekehrung keinen Zugang zu den Christen in Jerusalem, wie auch. Keiner glaubte ihnen. Die haben gedacht, das ist wahrscheinlich eine falsche Finte. Und der Barnabas sah in ihm etwas anderes. Es steht nämlich da, dass er sich um den Barnabas kümmerte. Paulus war ein Unsicherheitsfaktor für die Gläubigen. Und Barnabas nahm ihn mit und führte ihn freimütig in die Gemeinde in Jerusalem ein. Und Barnabas nimmt ihn auch auf der Missionsreise mit. Und sie haben zusammen Mission getan. Und als sich dann ihre Wege teilten, hat Paulus überlegt, geprägt durch Mentoring, durch Anleitung eines anderen, wen kann ich jetzt behilflich sein? Ich habe ein bisschen was gelernt, vielleicht 9 Monate. Und jetzt muss ich das weitergeben. Und er guckt sich dann sozusagen den Timotheus aus und nimmt ihn auf der zweiten und auf der dritten Dienstreise mit. Timotheus, zweiter Punkt, Prägung durch das Elternhaus. Wir sind alle irgendwie geprägt, irgendwie, ob wir es wollen oder nicht. Timotheus war geprägt durch sein Elternhaus. Er hatte ein interessantes Elternhaus. Er hatte nämlich eine gläubige Mutter und eine gläubige Großmutter. Und das ist schon ein gewaltiges Potenzial. Und die Mutter hat ihn erzogen und die Großmutter hat ihn erzogen und auch für ihn gebetet. Und der Timotheus wird geprägt durch den Paulus. Und wenn wir uns die ersten Verse angucken in dem Kapitel 1, ich will sie mal zusammentragen, dann habe ich mir gefragt, was tut ein Mentor für seinen anvertrauten geistlichen Sohn oder Tochter? Vers 1 steht, was macht er? Er schreibt einen Brief. Heute würde man vielleicht eine Mail schreiben oder es in anderer Form bringen. Und Vers 2 steht, er schätzt ihm Wert. Er sagt, mein geliebtes Kind oder mein echtes Kind. Er drückt Wertschätzung zu ihm aus. Vers 2, was tut er noch? Er betet für ihn. Dann steht da in Vers 3, das ist richtig stark. Vers 3, ich gedenke deiner. Er denkt zurück und danke für dich. Oho, kann ich für mein geistliches Kind, wenn ich es eins habe,
immer danken? Nächster Vers. Ich will dich wiedersehen. Ist natürlich ein guter Wunsch. Vers 5 steht da. Ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens. Also Glauben ohne Maske. Hast du einen Freund? Habe ich einen Freund, wo ich sagen kann, was ich denke, ungeschützt, wo er sagt, weißt du, Wolfgang, du liegst voll daneben, aber ich mag dich trotzdem. Solche Leute muss es unter uns geben. Und Paulus war so einer, des ungeheuchelten Glaubens ohne Maske. Denn Vers 5, ich erinnere mich der Gabe Gottes. Paulus wusste, dass der Timotheus eine Gabe bekommen hat. Und zuletzt sagt er, Vers 6, fache dein Potenzial, deine geistliche Gabe an. Und letztendlich wurde der Timotheus ganz intensiv durch den Paulus geprägt, durch sein eigenes Vorbild. Ich habe mir gesagt, was kann ich daraus lernen? Ich will das mal zusammenfassen. Das Entscheidende ist, nicht Vorbild zu sein, nicht zu sagen, wisst ihr Leute, guckt mal den Wolfgang an, der hat das gemacht, willst jetzt nicht aufsehen, und das kann er, sondern wir prägen oft, habe ich erlebt in meinem Leben, wir prägen oft Menschen im Umgang mit meinen Niederlagen. Das habe ich erlebt. Ich habe es erlebt in meinen schwersten Stunden meines Lebens, dass Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, können wir nicht zusammen Bibel lesen und beten? Ich sage, ich kann kaum noch beten, mir geht es so schlecht. Und habe mit meinem Verhalten unbewusst, wie ich mit meiner trostlosen Situation umgegangen bin, den anderen auch geprägt. Kann man auch bei David sehen. Also wir können unter Umständen mit dem biblischen Umgang unserer Niederlagen manchmal die anderen mehr prägen als durch unser geistliches Hoch. Paulus nimmt jedenfalls ihn mit rein in den missionarischen Auftrag. Und ich will mal das so zusammenfassen. Ich habe mir gesagt, was ist Mentoring? Mentoring, habe ich mal gelesen, ist, erkläre, was du tust und warum du es tust. Das zweite ist, mach es dem anderen vor. Er soll es beobachten. Das dritte ist, mach es zusammen. Das vierte ist, lass es ihn alleine machen und beobachte ihn, damit er seinen eigenen Stil findet. Und das fünfte, schaut gemeinsam zurück und gebt euch Feedback und redet darüber. Timotheus war geprägt durch sein Elternhaus. Und ich muss das nochmal sagen, vor 4-5 Wochen hat Andreas eine Predigt gehalten aus 2. Könige 5. Eine sehr interessante Geschichte, wo eine Magd weggeführt wird von den Israeliten zu den Naaman, zu den Syrern, und sie beklagt sich nicht Tag und Nacht über ihre schreckliche Situation, sondern sie überlegt, Mensch, der Naaman, der Heerführer ist so furchtbar krank, der hat Ausschlag, Aussatz, was könnte man denn tun, wie könnte man ihm denn helfen, dass er gesund wird? Und dann sagt sie nachher in ihrem Zeugnis, in ihrem glaubhaften Zeugnis, du musst zu dem Propheten Elisa gehen. Ein glaubwürdiges Zeugnis eines jungen Mädchens. Und es passiert eine wunderbare Geschichte, die wir alle noch in Erinnerung haben. Fakt ist, das Potenzial der frühkindlichen Erziehung ist lebensprägend. Und darum muss ich sagen, ist die Arbeit an Kindern und an Jugendlichen ein fundamentales, tolles Geschenk, was wir tun dürfen. Der Timotheus selbst, der wohnte in Lystra, wurde wahrscheinlich durch Paulus bekehrt, wurde aufgenommen von Paulus in sein Team, wurde einer seiner wichtigen Mitarbeiter. Wir lesen davon im 1. Timotheus 5, dass ihm manches auf den Magen schlug, aber sprichwörtlich, er hatte Magenprobleme. Er war ein junger Mann, und er war auch ein empfindsamer Mann, er war auch schnell entmutigt, aber Paulus investiert in ihn, er war auch ein bisschen furchtsam, und Paulus arbeitet mit ihm und guckt, welche Potenziale und welche Stärken er hat. Und
Timotheus war in der Situation beim ersten Kapitel in Ephesus und er wäre am liebsten weggegangen und Paulus sagt, 2. Timotheus 1, Vers 3, bleibe in Ephesus. Timotheus war auch geprägt, das dritte ist geprägt durch die anvertraute Gabe, die er durch Gott bekommen hat. Es wird gesagt in 2. Timotheus 2, Vers 2, dass er lehren soll. Lehren heißt anleiten, unterweisen. Dass er predigen soll, das klare Wort. Und Kapitel 4, Vers 5 steht sogar da, tue das Werk eines Evangelisten. Ich bin kein Evangelist. Welche Gabe habe ich denn nun? Ich kann dir eins sagen. Jeder hat eine Gabe. Es steht nämlich im 1. Petrus 4, Vers 10, steht, dass jeder eine Gabe hat. Und denke drüber nach, welche Gabe du hast. Und die Gabe ist nicht zum Selbstzweck, sondern zur Erbauung und zur Ermutigung deiner Geschwister. Wir können erwarten, dass du deine Gabe für den anderen einsetzt. Und das tun wir auch, weil sie göttlichen Ursprungs ist. Die dient zur Stärkung der Geschwister. Jetzt geht es um die Gegenwart. Ich habe es mal so versucht zu formulieren. Bewahre den Auftrag in der Gegenwart. Jetzt wird es persönlich. Timotheus, entfalte deine Gabe. In Kapitel 1, Vers 6 wird gesagt, dass er seine Gabe anfachen soll. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Also es kann manchmal sein, dass das Potenzial sich nicht richtig entwickelt. Und wir brauchen eigentlich für unsere Gabe keine geistlichen Zutaten mehr, sondern wir müssen sie immer wieder neu anblasen. Und mir ist so das Bild eingefallen, wer bläst unsere Gabe an? Natürlich der Heilige Geist. Er wird ja auch als Bild oft dargestellt. Das passt also eigentlich ganz gut. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sollen wir, steht auch im 2. Timotheus 4, Vers 2, zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit die frohe Botschaft verkündigen. Und ich habe mir gefragt, was ist gelegene Zeit und was ungelegene Zeit? Und ich will euch mal eine Situation erzählen aus meinem Leben, wo ich noch etwas jünger war, haben sich ein paar Leute und ich in Henningsdorf gesagt, ein paar Christen, was können wir tun, so nach der Wende, für die Menschen, die hoffnungslos sind, arbeitslos sind, Langeweile haben. Da haben wir lange dafür gebetet und haben gesagt, wir kümmern uns um Alkoholiker. Ich bin selbst Henningsdorfer. Wir haben uns dann in Henningsdorf so ein bisschen aufgeteilt und mir fiel dann das Albert-Schweitzer-Straße zu. Das ist ein ziemlich feuchtes Klima da, wirklich feucht. Dann habe ich gebetet, bin alleine hingegangen, habe gedacht, ach so, und wir hatten einmal im Jahr immer eine Evangelisationszeit. 5 Tage lang kam ein Reisebruder, der Evangelisation gemacht hat und wir wollten die Leute mit Jesus in Verbindung bringen, mit der frohen Botschaft. Und ich will euch mal sagen, wie es mir gegangen ist. Ich habe gebetet, dann bin ich losgezogen. Dann saßen am schönen Sommertag die Leute leicht angedöst schon im Innenhof. Einige hatten sogar noch nicht mal Strom, weil sie Mietschulden hatten und so weiter. Ich komme da hin und sage, hallo Leute, ich muss euch mal die wichtigste Botschaft von Jesus sagen. Dann sagt der eine, wer ist Jesus? Der schickt mich. Wenn der Jesus glaubt, das ist wichtig, kann er alleine kommen, war das Erste. Ich sage, der kann nicht kommen, der ist noch unterwegs, darum komme ich. Aha. Wir wollen nichts wissen. Dann habe ich die Hände gefaltet und habe gesagt, woher soll ich gehen? Bin ich am falschen Ort? Ist es die ungelegene Zeit? Na natürlich, merkst doch. Alle fahren die Stacheln hoch. Der eine sagt, geh mal ein bisschen hier aus der Sonne. Du stehst hier so ein bisschen im Weg. War wirklich so. Dann habe ich kurz gebetet. Ich habe gesagt, oh Herr, was soll ich machen? Und ich kann auch sehr spontan sein. Dann habe ich gesagt, passt mal auf, Freunde. Was muss ich denn tun, dass er mir 5 Minuten zuhört? Da sagt der eine, wir haben keine Zigaretten mehr. Ich sage, okay, ich hole eine Schachtel F6 und ihr haltet 5 Minuten euren Mund und ich bin verschwunden. Ich habe Zigaretten geholt. Wenn man raucht, kann man schlecht reden. Hab
überlegt, wie ich ganz kurz und knapp die frohe Botschaft von Jesus und meinen Auftrag ihn rüberbringe. Ich habe gesagt, Leute, das ist die Botschaft, ich bin weg. Ich habe gesagt, hier habt ihr noch eine Einladung, lesen könnt ihr ja wahrscheinlich immer noch. Seid herzlich eingeladen zur Evangelisation. Soll ich euch abholen? Passt mal auf, mein Freund. Wenn ein Mann sagt, ich komme nicht, dann komme ich nicht, dann brauchst du mich nicht abholen. Und wenn ich sage, wir kommen, dann kommen wir. Zwei Leute haben sich kurzfassend bekehrt. Und wir haben ganz was Tolles erlebt, wie Gott an solchen Menschen gewirkt hat. In vielen unterschiedlichen Stadien. Ich will nur sagen, zur ungelegenen Zeit, wo wir manchmal denken, ist Gottes Gelegenheit. Und da habe ich gemerkt, wie der Geist Gottes im Prinzip wirken kann. Schäme dich des Evangeliums nicht, sagt Paulus zu ihm. Und schäme dich meiner Ketten nicht. Habe ich so überlegt, schäme dich? Ich habe mich schon oft geschämt, weil es nicht gepasst hat. Es hat nicht reingepasst, das Evangelium. Danach habe ich den Menschen nie wieder gesehen. War also falsch. Schäme ich mich verfolgten Christen? Schäme ich mich Leuten, die im Gefängnis sitzen in Nordkorea? Schäme ich mich oder sage ich, selbst dran schuld? Schäme ich mich des Evangeliums? Das kann alles in unserem Herzen hochkommen. Wir werden nachher von einem Mann hören, der sich nicht geschämt hat. Zur Erinnerung, Petrus hat sich geschämt. Es war ein ganz mutiger Mann, immer vorne weg, mit dem Schwert, mit dem Mund. Er hat gebrannt für Jesus. Er hat gesagt, für dich gehe ich ins Gefängnis. Für dich könnte ich auch sterben, gar kein Problem. Und als er an der falschen Stelle saß, bei den falschen Leuten, und eine Magd vorbeikommt, sagt, ach, du bist ja auch einer von Jesus. Ich? Es hat sich zweimal wiederholt, also dreimal. Er hat sich sogar selbst verflucht. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt es? Kann man nachlesen in Sprüche 29, Vers 25, wird etwas gesagt über Menschenfurcht. Menschenfurcht legt einen Fallstrick und ist ein schlechter Berater. Und er sagt zu ihm, damit das nicht passiert, Timotheus hat Gott dir die göttliche Kraft gegeben, der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Die göttliche Kraft durch den Heiligen Geist, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Apostelgeschichte 1 wird den Jüngern gesagt, geht noch nicht von Jerusalem weg, wartet noch auf was? Auf den Heiligen Geist. Dann könnt ihr richtig durchstarten. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind im Besitz des Heiligen Geistes und sind eigentlich gut ausgerüstet. In Liebe, Liebe schafft eine Atmosphäre, eine göttliche Atmosphäre, wo der andere sich wohlfühlt. Die Liebe schafft eine Atmosphäre, dass man sagt, ich hole Zigaretten, dass andere mich anhören. Ich sage es mal so, hatte ich sonst eigentlich nicht vor. Aber Liebe ist klug. Und dann wird gesagt, der Besonnenheit, dass ich eine heilige und geistgewirkte Gesinnung habe, was dem anderen wehtut, nicht wehtut. Dass ich mich selbst beherrschen kann. Reden und handeln unter der Kontrolle eines geistlichen Verständnisses. Dann wird ihm gesagt in Vers 13, halte fest an die biblische Wahrheit. Was sollen wir festhalten? Hier, die Bibel. Wir sollen es festhalten. 2. Timotheus 3, Vers 16 steht drin, dass die Bibel von Gott inspiriert ist und lebendig und frisch. Und steht da, halte fest, im Bild gesunder Worte. Dann habe ich mir gesagt, Bild gesunder Worte? Was können ein Bild gesunder Worte sein? Ich will euch mal sagen, was mir so eingefallen ist. Wie könntest du die Bibel beschreiben als ein Bild gesunder Worte? Ich will euch mal sagen. Es wird gesagt in Psalm 119, es ist eine Leuchte. Die leuchtet meinen Glaubensweg aus, gibt Orientierung. Oder sie wird beschrieben mit Feuer. Sie brennt in meinem Herzen für den Herrn. Oder es wird gesagt in Johannes 6,
Es ist Brot, es ist geistliche Nahrung für mein inneres Leben. Oder es wird beschrieben, 1. Petrus 2, als Milch. Also auch als Nahrung für geistliche Babys, für kleine Kinder. Oder es wird gesagt, als Schwert, also als geistliche Waffe in unserem geistlichen Kampf. Das Bild gesunde Worte, wie könnte man das Evangelium als Bild bezeichnen? Das habe ich beim ABC-Kurs gemacht, da gibt es so eine interessante Vorlage, dass man mit 4 Bildern das Evangelium ganz einfach erklärt. Einmal ist es ein Herz, die göttliche Liebe, dann ist es so ein Trennungsstrich, Sünde trennt uns von Gott. Dann gibt es ein Kreuz, Jesus Christus, die Stellvertretung, kümmert sich um meine Schuld und Sünde. Und dann gibt es ein Fragezeichen, was sagt, was ist meine persönliche Entscheidung? Wo soll ich das Bild gesunder Worte festhalten? In meinen Herzen. Damit ich nicht wieder den Herrn sündige. Es soll also nicht nur Kopfglaube sein, akademisches Wissen, sondern es soll ruhig, wie ich schon mal gesagt habe, 30 cm tiefer rutschen ins Herz. Es ist ein Herzensglaube. Ich glaube nicht an ein Buch, ich glaube nämlich an eine Person. Das nächste ist Lerne von Vorbildern. In dem ersten Kapitel werden uns einige Leute beschrieben als Vorbilder. In Vers 15 steht, du weißt dies, dass alle in Asien sich von mir abgewandt haben und unter ihnen sind Phygelus und Hermogenes. Diese Leute, die wir nicht genauer beschreiben können, haben sich abgewandt von Paulus. Interessant ist, dass Paulus sie namentlich benennt. Und wenn, ich denke mal, da ist eine Wahrheit drin, und wenn also Leute sich fürs Evangelium nicht mehr interessieren und vielleicht auch noch die Christen schädigen, sollte man sie auch beim Namen nehmen, damit die auch wissen, wer gegen uns ist. Aber es wird uns auch gesagt, ein gutes Vorbild, es wird nämlich gesagt, dass in Vers 16 wird gesagt, Onesiphorus heißt, ich habe mal nachgeschaut, die Namensbedeutung ist Gewinnbringen. Dieser Onesiphorus war ein fleißiger Diener in Ephesus, hatte den Blick für die gesamte Gemeinde und hatte auch den Blick für den Einzelnen, für Paulus. Und er hat von seiner Not gehört. Und da passiert etwas Folgendes. Er wollte ihn besuchen. Und er reiste von Ephesus nach Rom. Ich habe mal nachgeguckt auf der Karte, das sind mindestens 1500 Kilometer, hat sich der Onesiphorus aufgemacht, um seinen Glaubensbruder, der in Not war, zu besuchen. Ist das nicht unglaublich? Und dann passiert Folgendes. Als er bei ihm war, musste er ihn noch suchen. Vers 17, sondern als er in Rom war, fand er ihn nicht gleich. Wie, weiß ich nicht, ob man das Gefängnis nicht gleich gefunden hat. Da steht da, und er suchte mich eifrig. Ist es dir schon mal passiert, dass du jemanden besuchen willst und findest ihn nicht? Dann kann man aufgeben. Er hat sich aber gesagt, ich bin 1500 Kilometer gefahren, ich muss den Paulus finden. Er suchte ihn, weil er ein tiefes Herzensverlangen hat, ihm zu erquicken. Und er fand mich. Onesiphorus schämte sich auch nicht der Ketten, steht da. Ihm war es egal. Und er besuchte den Paulus und er erquickte ihn durch seine Anwesenheit. Das dritte wäre, um in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, kann man was in der Zukunft liegt, bewahren? Hört sich ein bisschen komisch an, aber es geht wohl. Es wird uns gesagt, ich habe es mal in 2 Punkten zusammengefasst, es wird uns gesagt in Kapitel 1, Vers 12, dass Gott bewahrt mein, dein inneres Glaubensgut. Wie macht er das? Er kümmert sich darum. Durch den Heiligen Geist,
durch das Wort Gottes, wie wir schon gesagt haben, als Nahrung. Oder Kapitel 2, Vers 1 wird gesagt, die Gnade Christi, die sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Oder auch die Zusagen oder die Zusicherung des himmlischen, der himmlischen Belohnung, alles, was wir auf dieser Erde für unseren Herrn tun, was eine saubere Gesinnung hat, das will er belohnen. Und in Kapitel 2, Vers 13, muss ich mal leider vorgreifen, wird sehr schön gesagt, was wir sicher sein können, wenn wir untreu sind, der Herr bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also das tut der Herr in mir und in dir, damit wir nicht auf der Strecke bleiben, kümmert sich um mein Glauben, um mein Glaubensgut, wie bei Petrus in Lukas 22, wo Petrus angefochten wurde, sagt der Herr, Petrus, ich habe für deinen Glauben gebetet, damit er nicht aufhört. Und so weiß ich, dass der Herr jeden Tag für mich betet und ich darf es für meinen Geschwistern tun. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wo Timotheus herausgefordert wird, bewahre deine Aufgabe, deine Gabe, die Gott dir gegeben hat, die gehört dir zum Nutze der Geschwister und fache sie wieder neu an. Bewahre sie durch was? Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist unsere Aufgabe, sie zu bewahren. Interessant ist auch, im zweiten Timotheus wird sehr deutlich gesagt, zu Timotheus oder auch zu mir und zu dir, du aber, kommt mindestens dreimal vor. Ich will es mal kurz anreißen. 2 Vers 23, du aber weise töricht dir Streitfragen ab. Wir müssen uns nicht aufhalten mit den Überlegungen, Corona, wer ist dran schuld, welche Sichtweise ist die richtige. Wenn wir das tun, bleiben wir auf der Strecke. 3 Vers 10, bleibe in dem, was du gelernt und überzeugt bist, bewahre es als Eigentum. Kapitel 4, Vers 5, halte Schwierigkeiten aus und tue das Werk eines Evangelisten. Das ist gefragt, unser Glaubensgut bewahren und tun das Werk eines Evangelisten, indem wir zeigen den Weg der Hoffnung. Und dann möchte ich mal in der heutigen schwierigen Zeit das so zusammenfassen, bleibe gesund, gesunde Worte. Wir sollen gesunde Worte reden, die Ursprung in der Bibel haben und durch den Heiligen Geist, damit sie zu den Menschen eine heilende Wirkung haben. Das ist heute noch möglich. Wir sind die Leute, die Hoffnung geben können durch unseren Herrn. Bleibe gesund in deinem Glauben. Bleibe gesund in deinen Gedanken, dass wir gute Gedanken haben für den Nächsten und dass wir schlechte Gedanken nicht laufen lassen. Bleibe gesund in der Wahrheit oder in der Lehre. Abschließend möchte ich sagen, wir dürfen das, was uns der Herr in der Vergangenheit geschenkt hat, durch Prägung anderer als geistlicher Vater oder Mutter bewahren. Wir dürfen in der Gegenwart unsere Aufgabe bewahren und wieder anpusten und anfachen. Und wir dürfen zukünftig mutig sein, unsere Aufgabe durch den Heiligen Geist anzufachen. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Und ich bin froh, diesen persönlichen Brief zu genießen.